etwas ist, wo treffen wir uns mit ihm? Ist nicht weit, aber wir haben noch Zeit, uns Schwarm totzuschlagen. Es klingt so, als würden sie jeden Moment angreifen. Deshalb verschanzen wir uns hier. Und was habe ich gesagt? Wir müssen uns verteidigen. So. Das setzen wir so. Dann machen wir die wieder über Kreuz. Das ist gegenseitig. Super. Abdecken können. Machen wir es halt hierher. So. Das weg. Geht nicht, okay. Nummer 2. Setzen wir auch hier. Bisschen noch ins Eck. So. So, alles klar. Kein Geld mehr. Okay, Waffen können wir auch nicht holen. Ja, dann mal los, ne? Achtung! Sie kommen von vorne! Da ist ein Scion! Den hat's zerrissen. Kommt schon, ihr hässlichen Mistviecher. Jawohl, kommt übrigens. Doch her! Sache erledigt! Wie fühlt sich das an? Das war ganz sicherlich der Letzte. Baut, was das Zeug hält, bevor mehr kommt. Mehr bauen? Alles klar. Okay, wir haben 2 Geschütze drin. Die machen die überhaupt was? Ja, das sieht man jetzt nicht. Oder? Nee. Plus da Level 3. Den noch schön in die Mitte. So. Was haben wir noch an Kohle? 5000. Das lohnt sich alles nicht. Wir können die Moneykiste mal da noch holen. Sehr gut. Ja, diesmal gehen wir gleich hier ran und holen es dann. Die greifen uns von links an! Zurück in deine Kapsel! Dort drüben! Scion! Wir können die nicht ewig aufhalten! Überhitzt. Halt die Jäger da oben aus. Da oben. Da sind Häscher, Leute. Oh Gott.
Au. Jetzt. Oh, ich muss echt aufpassen, wenn ich die okay. Es waren die letzten. Ja, aber für wie lange? Los an den Fabrikator. Oh. Okay, noch eine Welle. Finde ich super. Jetzt haben wir ja, wie viel haben wir jetzt? 25.000, super. Können wir, das Geschütz wäre hier theoretisch geschützt. Und den anderen zwei. Okay, dann bauen wir eins hier hin. Eins hier so. Ja, das ist okay, ja, ne? So, ja. Okay, dann stehen hier so ein bisschen im V. Haben wir noch irgendwas? Nee. Na, ja, und Waffen? Ja, brauchen wir eigentlich nicht. Kriegt man schon so hin. Ein schönes Geschütz hier vorne. Okay, mal los. Fischer hier! Bald! Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Ah, ja, ich blitzt. Oh nein. Passt weiter auf, das war's noch nicht. Scheiße, jetzt fahren sie wohl schweres Geschütz auf! Da sind Träger! Neu überhitzt. Okay, er ist live. Alles klar. Es ist überhitzt! Okay. Rums. Was ist das schon? Ja, das kann ich das Geschütz eigentlich mitnehmen? Los zum Treffpunkt! Ja. Sind wir aber arsch langsam. Rennen können wir auch nicht. Ja, ist egal. Oh, okay, super. Haben wir da noch was? Nö, ne? Komisch, das Zeichen ist da und es kommen keine Gegner mehr. Hey, kaum zu glauben, die Luft ist rein. Nein, hör auf, das zu sagen! Echt jetzt? Was zu sagen? Alles sauber. Mann, damit beschwörst du nur Unglück herauf. Willst du mich verarschen? Doch. Tu ich. Wann war denn bei uns einmal alles sauber? Normalerweise würde ich sagen, dass Unglück nichts mit echten Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Aber hier muss ich ihm recht geben. Sag's nicht nochmal. Ach, das ist doch lächerlich. Schaut euch um. Die Gegend ist sauber. Marcus, komm schon, Mann. Ja, Dad, weiß nicht. Die haben mich irgendwie überzeugt. Ich sag euch was. Wenn ich uns wirklich Pech bringe, werde ich mich persönlich darum kümmern. Jetzt weiter zum verdammten Treffpunkt. Okay, wir gehen weiter. Schuppidu, Treppe runter. Schuppidi. Da ist Sackgasse. Dann gehen wir da lang. Schibidi, Schibidu. Okay, da ist wieder was zum Durchsägen. Wir gucken erstmal hier. Jetzt hätte ich es geahnt. So. So, mal durch.
Er hat gesagt, wir treffen uns an der Kreuzung da vorne. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Hey Marcus, du bringst uns nur Pech. Gute Arbeit. Eigentlich. Oh. Darf ich das nicht. Freund oder Feind? Okay, Video. Wenn Marcus Phoenix Hilfe anfordert, wird's echt hochkarätig. Was? Du rufst nicht an, du schreibst nicht. Hey, komm zu Papa, Marcus! Woo! Ist zu lang her, Cole. Ja, 10 Jahre zu lang. Du kennst doch noch James. Klar, hab ihn aber kleiner in Erinnerung. Neben dir wirkt jeder Kleinonkel Cole. Onkel Cole? Wie bitte? Hab ich dir früher nicht genug Spielzeug geschenkt? Oh, von deinem Spielzeug habe ich echt die Schnauze voll. Danke. Sein Spielzeug? Kate, Dell, das ist Damon Baird, CEO von DB Industries, deren Bots die letzten 20 Stunden versucht haben, uns zu töten. Hey, mal halblang. Dieses ganze Killer-DB-Ding? Jin war das, nicht ich. Naja, es stehen noch deine Initialen drauf. Kommt dir irgendwas davon vertraut vor? Du nimmst Reis aus vor der Chor. So vor ungefähr 6 Monaten. Und komischerweise verhaftet dich niemand. Oder wie wär's damit? Vor kurzem steckst du in Siedlung 5 fest. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein Bot-Transporter auf, landet und nimmt dich mit. Oh, ernsthaft, Dad? Dieses Arschloch hat für dich auf mich aufgepasst? Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, heißt Danke. Na, kommst du klar mit Danke. Dem Baby? Wenn du wüsstest, was heute los war, würdest du nicht fragen. JD nimmt Jack Jr. und einer von euch nimmt Second Betty. Ja, mal los, Jack Jr. Sie sind wieder da. In Fleisch und Blut. Ah, ich hab sie vermisst. Auf so eine ganz komische Art. Ich weiß, was du meinst. Und da kommt unser Taxi. Ich bin hier, Schätzchen. Alle startklar? Sag mir, dass das die Idee deiner Frau war. Also Sam und ich sind nicht verheiratet. Besondere Freundin, bitte. Sie bestand darauf, mitzukommen. Hey, Kinder. Hört ihr mich da oben? Ja, ich höre dich. Komm zum Damm. Ach, und Onkel Bert. Versuch mitzuhalten. Yeah! Wir haben uns doch gut geschlagen, Kleiner, oder? Ja, wir gehen vor und teilen euch mit, was uns erwartet. Alter! Also, JD, die eine Person, von der du nicht wolltest, dass sie uns hilft, hilft uns jetzt? Kommt schon, das ist doch echt ironisch, oder? Ja, weißt du was? Das ist wirklich ironisch. Ha, ich wusste es! Okay, lassen wir das. Kann er auch ran? Alles klar, Kinder. Zwischen euch und dem Damm wimmelt es nur so von diesen Arschlöchern. Wow, danke, Onkel Bert. Hey, ihr schafft das. Böse. Doch scheiße Träger! Ja, wie leicht die kaputt gehen. Ich find's geil. Ich möchte festhalten, dass die Bolzenschussgeräte funktionieren. Ja, daran könnte ich mich gewöhnen. Science, da ist Tor. Apropos Tor. Bert, wir kommen nicht weiter. Diese Max haben 5 Kampfzielsysteme. Markiert, was ihr wollt. Wir sprengen es. Ha, schön. Überhitzt. Okay, fordere Luftunterstützung an. Und jetzt? Schlagen wir aus der Luft zu! Reinhalten! Achso, wohl loslassen. Alles klar. Tor zerstört. Gut, okay, dann gehen wir weiter. Fußball.
Alter. Raketen unterwegs. Das muss weh getan haben. Herrscher, voraus! Halten wir ihn ein! Luftangriff! Böse. Was willst du denn? Muss ich zertreten? Oh ja. Ziemlich große.
ziemlich groß, hä? Ich glaube, mit groß kommen wir klar. Ich kenne es gar nicht anders. Mit groß kommen wir klar. Alter, ein Schiff. Containerschiff. Voll reingerannt in die Falle. Da sind noch zwei Träger! Und Herrscher! Raketen abgefeuert! Hab sie für dich erledigt! Und ich habe nicht gesagt, wir hätten es geschafft. Der weiß es sicher zu schätzen. Ah, wir sitzen hier fest, brauchen Luftunterstützung. Wir sind unterwegs. Verdammt, das Rad ist ein Problem. Ja, dieses Mal sind wir ein paar Köpfe größer. Dann vielleicht mitten durch. Feuer frei. Das muss wehgetan haben. Der Damm ist direkt voraus. Nehmen wir das Rad auseinander. Okay. Achso, das ist ja eine Maschine. Das ist noch schon anstrengend. Okay, wir sind beim Damm. Jetzt brauchen wir nur einen Weg hindurch. Achtung! Noch ein Swarmack! Raketen unterwegs! Come on, come on, come on.